Leute, vielleicht habt ihr schon davon gehört, Apex Legends, das ist kein Witz, kommt als Brettspiel raus. Und ich habe jetzt die ersten Bilder für euch. Ich habe es vor Monaten schon mal gehört, da wurde das geteasert von EA oder von Respawn sogar selber. Ich habe es aber, glaube ich, in keinem Video thematisiert, aber es scheint kurz vor Launch zu sein. Ich habe jetzt von einem Kumpel einen Link bekommen, da kannst du dich registrieren und dann kriegst du eine Notification, quasi eine Benachrichtigung, dass das Brettspiel jetzt bestellbar ist. Es könnte sein, dass es so in Richtung Season 17 oder vielleicht sogar zum Release von Season 17 als Überraschung. Apex Brettspiel, jawohl. Ich kann mir zwar überhaupt nicht vorstellen, wie man ein Battle Royale auf ein Brettspiel bekommt. Ich finde es cool, dass es versuchen, aber ich glaube, dass es an der Umsetzung scheitern könnte, dass das geil wird. Und vor allen Dingen musst du ja erstmal Leute aus deinem Umfeld dafür begeistern. Du bist vielleicht der absolute Apex-Freak und deine Kumpels spielen alle, was weiß ich, Street Fighter, Final Fantasy oder My Little Pony, keine Ahnung, irgend sowas. Da musst du natürlich erstmal ein paar Leute finden. Die Idee ist geil, 2 bis 4 Spieler, das ist bekannt. Ich zeige euch einfach mal einen Teil des Brettspiels. Also man sieht ein Stück schon, das finde ich schon mal ganz geil. Das ist quasi von der Internetseite ein Bild, wir sehen zumindest auf dem Bild ja doch schon ein großes Stück des Spielbretts, würde ich behaupten. Ich mache das jetzt einfach mal größer und wir gehen mal durch, was wir da alles sehen. Zum einen, Moment, ich aktiviere mal noch hier den Pfeil, damit ihr wisst, wovon ich rede. Zum einen seht ihr hier schon mal Wraith auf dem Cover komplett grau. Und wir sehen hier verschiedene Spielfiguren, die alle grau sind. Also gehe ich davon aus, dass das die Figuren sind, die wir wählen können, um über das Feld quasi zu heizen. Oder eben Legenden sind die Spielfiguren und alles, was grau ist, sind irgendwelche Sachen, die ich einsetzen kann. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, wenn die Legenden jetzt tatsächlich alle grau sind, ist das von der Liebe zum Detail her, finde ich das schon ziemlich schade. Auch hier oben sehen wir zum Beispiel ein Care Package, könnte auch ein Lifeline-Paket sein. Sieht man optisch eben nicht, weil es grau ist. Aber so im Allgemeinen, optisch ist dieses Brettspiel in Kings Canyon Style gehalten. Wir sehen hier schon Gebäude, Pathfinder draufgesprüht, wir sehen ein paar Mauern. Und hier oben sehen wir zum Beispiel eine Seite, ein Spieler. Also ich gehe davon aus, dass links, rechts, oben, unten jeweils an den Enden dieses Brettspiels, wie bei, ich sag mal, Mensch, ärgere dich nicht, jeweils ein Spieler sitzt und er da sein Kartendeck hat, mit dem er irgendwelche tollen Sachen machen kann. Ja, was sehen wir noch? Wir sehen hier ein Respawn-Beacon, wir sehen Loot-Bins, wir sehen eben zwei Legenden. Hier haben wir Bangalore. Das kann ich tatsächlich nicht entziffern. Hier haben wir eben noch zwei Care-Packages und jetzt schiebe ich das mal noch ein bisschen hoch, denn wir sehen hier noch ein paar andere Sachen, die wir einsetzen können. Das scheint quasi sowas wie unser Inventar zu sein. Wir haben zum Beispiel hier Minikarten, hier ist ein Beschleuniger, eine Batte, ein Medikit, eine Spritze, hier ist noch eine Granate und dann gibt es noch größere Karten, Ereigniskarten wahrscheinlich, irgend sowas. Hier sehen wir zum Beispiel das Bruiservisier, das sehen wir hier 1, 2, 3 Mal und dann noch verschiedene andere Sachen. Also es ist sicherlich möglich, hier noch eine Menge mehr rein zu interpretieren. Aber ich spiele selten Brettspiele, sodass ich keine Ahnung habe, was uns da tatsächlich erwartet. Ich bin gespannt und ihr könnt euch sicher sein, dass ich als EA-Partner definitiv anfragen werde und sage, wie sieht's aus? Sponsert ihr ein paar? Und dann werde ich definitiv auch ein paar davon verlosen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wann der ganze Spaß rauskommt. Und wie gesagt, wenn ich ein paar von EA gesponsert bekomme, werde ich das natürlich wieder auf YouTube verlosen, so wie es zum Season 17 statt. Da werde ich bestimmt auch wieder 3 Coin-Codes für jeweils 6700 Coins, also in der Höhe bekommen. Die werde ich natürlich auch wieder verlosen. Also vergesst nicht zu abonnieren, wie immer, und sämtliche Verlosungen immer auf YouTube. Ihr wisst also Bescheid, zumindest die Coins, wenn ich mal wieder ein bisschen Stuff habe. T-Shirts und Co. habe ich ja immer noch was. Ich kam nur noch nicht dazu, das im Livestream mal zu verlosen. Das mache ich definitiv nur auf Twitch. Wisst ihr also Bescheid? Also demnächst geht Season 17 los. Da wird sicherlich in Sachen Verlosung wieder ein bisschen was passieren. Und da habe ich richtig Bock drauf und freue mich da auch drauf. Und schreibt, vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, was haltet ihr davon? Ein Brettspiel? Was denkt ihr? Welches Brettspiel kommt vielleicht diesem am ähnlichsten, am nächsten? Habt ihr vielleicht Ideen, wie könnte es funktionieren? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin auf eure Kreativität gespannt. Das war es jetzt von mir. Haut rein. Ciao.